Hallo Community, ich bin der Chris vom Trader Online Team und ich erstelle mir heute einen neuen Magic Arena Account und ich hoffe, ihr begleitet mich auf meiner Reise vom Zero to Hero. Trader, mit uns hast du gute Karten. In dieser Videoreihe erstelle ich mir einen Magic Arena Account und spiele mit euch from Zero to Hero. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses Video kommentiert. Dann nehmt ihr auch gleichzeitig an der Verlosung teil, einmal Katana Sleeves. Und ich würde mich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Aber jetzt genug geredet, schießen wir los. Okay, und wir haben uns soeben einen neuen Magic Arena Account erstellt. Und die erste Aufgabe, vor der wir stehen, sind diese 5 Kapitel. In diesen Kapiteln spielen wir diese 5 Decks frei. Das sind die Starter-Decks, mit denen wir arbeiten können. Und ja, wir schauen mal, was das Intro so zu bieten hat. Wach auf, wach auf! Deinen letzten Kampf hast du wohl nur knapp überlebt. Aber mit etwas Training kannst du zu einer Urgewalt werden. Das klingt ja schon mal gut. Die Lanova-Elfen sind fähige Krieger. Vielleicht helfen sie uns ja beim Üben. Der Wald gehört den Elfen. Das ist mal eine engagierte Lehrerin. Für Zaubersprüche musst du Mana aus Ländern ziehen. Ja, ganz genau. Und hier haben wir eine Ebene, die ziehen wir einfach übers Feld. Und wenn wir die Maustaste loslassen, spielen wir dieses Land aus. Gut. Du hast noch nicht genügend Länder, um etwas zu wirken. Mehr geht also im Moment noch nicht. Dann ist der Gegner dran. Spiele noch ein Land, um eine Kreatur zu beschwören. Alles klar. Okay, jetzt haben wir 2 Ebenen, können damit die beiden weißen Mana-Symbole unserer Kreatur bezahlen und ja, können unsere erste 2-2-Kreatur ausspielen. Unsere Länder werden getappt. Getappte Länder können zu Beginn meines nächsten Zuges wieder enttappt werden. Genau, und dann kann ich die Länder wieder benutzen in meinem nächsten Zug. Jetzt sind sie wieder enttappt. Ich spiele mein drittes Land und eine 2. Kreatur. Nur eine deiner Kreaturen ist angriffsbereit. Genau, denn wenn man Kreaturen ausspielt, sind sie beschwörungskrank und Kreaturen können im ersten Zug nicht angreifen, sondern erst im Zug danach. So, und das machen wir jetzt mit unserem 2-2er. Er hat Stärke 2 und Widerstandskraft 2, macht also 2 Schaden und hält 2 Schaden aus. Beziehungsweise, wenn er 2 Schaden erleidet, stirbt er. Dafür wirst du bezahlen. Ja, dasselbe Prinzip. Getappt. Getappte Kreaturen werden zu Beginn meistens durch den nächsten Zug wieder enttappt. Und solange sie getappt sind, können sie nicht blocken. Tabe mit der Maus für alle Infos über die Karte. Wipfelhüter, 11 Krieger. Ist auch ein 2-2er. Okay. Dann spielen wir noch unseren Elefanten und wir greifen immer weiter an. Ah, du wurdest geblockt. Richtig, und hier haben wir es einmal bildlich dargestellt. Stärke und Widerstandskraft in diesem Fall, beides 2-2, hebt sich auf, beide Kreaturen sterben somit und verlassen das Spielfeld. Vortrefflich. Schade, dass ich dich zermalmen muss. Holländer Marlott, 4-4. Das ist ein großes Problem. Ja, doch. Vor allem, wenn man im Land nachzieht. Okay. Vierte Ebene. Das Unbedingt zerstört deine Kreaturen, falls du angreifst. Dann warte ich einfach mal eine Runde. Du hast Kampfgeist bewiesen, doch ich zeige dir Stärke.
Hexerei. Eine Kreatur deiner Wahl hält +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Ja, damit ist der Barlot 8-8. Eine deiner Kreaturen kann blocken. Okay, ich habe 7 Lebenspunkte. Das heißt, wenn ich nicht blocken würde, würde ich sterben. Das heißt, meine schwächere Kreatur blockt den 8-8er. Okay. Sogar eine kleine Kreatur blockt allen Schaden. Alles klar. Bring das Ungetüm zu Fall, während es sich erholt. Okay. Wirke eine Hexerei. Wache nehmen. Na, willst du wohl? Zerstöre eine getappte Kreatur deiner Wahl. Ja, da. Okay. Du machst es mir nicht leicht. Du sitzt in der Falle. 2-2-2er. Erst die Kreatur, dann sie. Okay, was haben wir hier? Blendende Strahlen. Tappe alle Kreaturen mit Widerstandskraft 2 oder weniger, die deine Gegner kontrollieren. Okay. Getappt. Kreaturen wurden getappt. Wer getappt, wenn sie angreifen? Getappte Kreaturen. Na, wo steht's? Können nicht blocken. Das heißt, wir können jetzt mit unserem 3-2er angreifen und unser Gegner vernichten. Gut gekämpft, Außenseiter. Ja, wunderbar. Einige Informationen werden für meinen Geschmack etwas zu schnell ausgeblendet. Und es geht direkt weiter. In den zweiten Kampf gegen Mirbo. Und da wäre es mir lieber, wenn man diese Infos wegklicken könnte. Also sprich, man liest sich das erst durch und klickt dann auf Verdecken. 1-1 Kreatur mit Eile. Kreatur. Da haben wir das Problem. Kreaturen mit Eile können sofort angreifen. Nachdem sie unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen. Okay. Gut. Wir spielen erstmal wieder neben. Ich spiele 3 Goblins. Ein wenig Sorge wäre angebracht. 3 Wüste Goblins. Du musst dich verteidigen. Okay, machen wir. Mit einem Hüter des Schreins. Ja, hier können wir wieder blocken. 2-2 gegen 1-1. Wo das herkam, gibt's noch mehr davon. 3-3. Okay. Am Ende des Zuges heilen Kreaturen allen Schaden. So, das heißt, mein 2-2er hat ja einen Schadenspunkt bekommen. Geht jetzt wieder auf 2-2 hoch. Dann spiele ich 2 weitere Kreaturen. Um einen Blocken zu überleben. Halte sie zurück. Das heißt, wir greifen erstmal nicht an. Alle außer mir! Angriff! Okay. Hier können wir mit 2-2-2ern den 3-3er blocken. Und bei mir stirbt einer und der 3-3er ebenfalls, weil wir 4 Schaden machen. Und er nur 3 machen kann, um einen von beiden zu zerstören. Und hier blocken wir dann zusätzlich nochmal einen Goblin und einen lassen wir durch. Hey, nur ich darf meine Truppen vernichten! Goblin-Granate. Opfer einen Goblin als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken. Die Goblin-Granate fügt einem Ziel deiner Wahl 5 Schadenspunkte hinzu. Okay? Als Hexerei für einen Mann. Ja. Dann greifen wir mit beiden an. Wo sind die entbehrlichen Schaden, wenn man sie braucht? Oh, hier sind sie!
Diese Kreatur hat einen Effekt, wenn sie ins Spiel kommt. Und zwar bringt der 2-1-1 Goblin-Spielsteine mit. Spielstein-Kreatur Goblin 1-1. Okay. Dann spiele ich mein fünftes Band und den wütenden Geist. Wenn der wütende Geist ins Spiel kommt, erhältst du 4 Lebenspunkte. 3-4. Okay. Von 8 auf 12. Jetzt anzugreifen wäre töricht. Wunderbar. Will ich angreifen? Boah. Die blockt da wahrscheinlich so. Genau. Dann steht meine Katze, ohne dass was mitnimmt. Und da blockt er nach beiden. Okay. Katze hätte vielleicht mit sich angreifen müssen. Niemals zurückziehen! Niemals barfuß eine Goblin-Höhle betreten! Niemals barfuß. Okay, ja. In dem Fall block ich. Es ist Zeit für Schmerzen! Oh, was kommt jetzt? Schmerzbringer Oga. Wenn der Schmerzbringer Oga ins Spiel kommt, fügt er jedem Spieler 3 Schadenspunkte zu. 7, 3, wow. Okay. Quietsch. Ja, okay. Naja, 3 ist nicht so gut in der Verteidigung, aber 7 ist ganz so viel. Dann mache ich erstmal 4 Lebenspunkte und spiele 3 Leier aus. Und wir greifen an, weil wenn er blockt, sterben beide. Oder so, er blockt nicht und wir machen Schaden. Dann block ich. Ein guter General weiß, wann er geschlagen ist. Du solltest jetzt aufgeben. Okay. Bitte! Nee. Land. Alles klar. Dann greifen wir an und beenden damit auch das zweite Match. Okay, freigeschaltete Karten. Ritterlicher Schwur. Die verzauberte Kreatur erhält +2/+2. Eine Aura. Und hier noch eine Aura. Engelsgleicher Lohn. Die verzauberte Kreatur erhält +3/+3 und hat Flugfähigkeit. Du lernst aber wirklich schnell. Suchen wir nach einer Herausforderung. Folge mir nach Ixalan. Dort lebt ein Mystiker, der zeitlebens Kampftechniken studiert hat. Ein Mystiker aus Ixalan. Alles klar. Dann gehen wir weiter ins dritte Match. Er sieht aus wie jeder andere vom Meervolk, aber sein Wissen ist gewaltig. Bleib geduldig und öffne deinen Geist. Einer sieht aus wie ein anderer. Wenn du Weisheit suchst, unterrichte ich dich. Eins eins fliegt. Vögel fliegen. Frei von irdischen Fesseln. Okay. Fliegend. Eine Kreatur mit Flugfähigkeit kann außer von fliegenden Kreaturen und Kreaturen mit Reichweite nicht gebockt werden. Okay. Zurzeit noch beschwörungskrank. Das heißt, ich spiele erstmal neben mir und eine Katze des Heiligtums. Alles hängt zusammen. Gunst des Flusses. Eine Aura, die verzauberte Kreatur +1/+1. Okay. Auch im Gegen bei Kreaturen dauerhaft. Der Vogel kann alle Blocker am Boden überfliegen. Aber ich habe eine Katze. Katzen fangen doch Vögel. Oh, diese Katze wohl nicht.
Die Verzauberkreatur plus 2 plus 2, ja, dann kannst du noch stärker. Gut. Du hast tatsächlich aufgepasst. Hindernisse blockieren deinen Weg, aber verliere nie dein Ziel aus dem Auge. Hat diese Krabbe etwa einen Piratenhut? Ja, tut sie. Ufa-Kämmer-Krabbe 04. Okay, also ein reiner Blocker. Unser Elefant. Und angreifen würde jetzt nichts bringen, deswegen warten wir. Kämpfe ändern sich. Aggression wird mit Gegenwehr begegnet. Oh, Wasserschlinge. Verzauberte Kreatur, ebenfalls wieder eine Aura. Wenn die Wasserschlinge ins Spiel kommt, tappe die verzauberte Kreatur. Die verzauberte Kreatur enttappt nicht während des Enttapp-Segments ihres Beherrschers. Das heißt, wir können eine unserer Kreaturen gleich nicht mehr benutzen. Zumindest nicht mehr zum Angreifen benutzen und zum Bocken. Mach weiter, er hat bald keine Karten mehr. Eine hat er noch, okay. Ich mache unsere Katze stärker. Und dann gleich mal an, weil jetzt stirbt die Krabbe. Wer im seichten Wasser bleibt, erfährt nie die Geheimnisse der Tiefen. Ui, das ist tiefgründig. Weissagung, ziehe zwei Jahre. Und die nächste Krabbe. Den können wir nicht benutzen. Wir spielen ein Land. Und einen behüteten Geist. 3-4 und der bringt uns wieder 4 Lebenspunkte. Dann können wir den Vogel noch lange aushalten. Oh, was ist das? Schlägst du diese Wellen, ist nicht das Meer schuld, wenn du fortgespült wirst. Dinosaurier, 4-6. Die Dinosaurier sind einfach so majestätisch. Titanischer Pelagosaurus. Okay. Oh, was haben wir hier? Welch Zufall. Die Aura-Karte, die wir gerade freigespielt haben, plus 3 plus 2 hat Flugfähigkeit. Mach ich auch auf die Katze. Warum nicht? Jetzt haben wir eine fliegende Katze. Schön. Das sind 6 Schaden, die können wir tatsächlich nehmen. Also wir müssen jetzt nicht blocken, das heißt, wir lassen unseren Gegner mal durch. Der Schüler ist ein Fluss. Der Lehrer ist ein Ozean. Der Meister ist auch ein Ozean. Was? Der letzte Spruch klang etwas seicht. Oh, okay, noch einmal. Weißt du was? Der Mystiker, den ich meinte, ist gar nicht vom Meervolk. Sehr gut. Solche Begleiter braucht man. Gar nicht, wer der Typ ist. Richtig. Und eine 10-11-Katze gewinnt für uns dieses Kapitel. Wunderbar. Spaß. Zwei weitere Karten. Taktischer Vorteil. Spontanzauber. Eine blockende oder geblockte Kreatur deiner Wahl erhält plus 2 plus 2 bis zum Ende des Zuges. Sein Mana, okay. Dem Angriff begegnen. 5 Mana, ebenfalls ein Spontanzauber. Wirke diesen Zauberspruch nur, falls sich eine Kreatur angreift. Okay. Und dann erzeuge 3 1-1 weiße Geistkreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit. Okay. Gut, jetzt kannst du fast jeden besiegen. Sogar auch die Person, die dich in diese missliche Lage gebracht hat. Für die letzte Lektion geht's nach Takir, um die Kunst der Überraschung zu lernen. Okay, dann schauen wir mal dort vorbei.
Viper Nang. So sage ich mal. Na dann. Beobachte jeden ihrer Schritte. Sei auf alles gefasst. Bin ich. Dieser Gegner hat Zauber, die er während deines zusehen kann. Oh, was für ein nettes kleines Ding ist da in mein Netz gestolpert. Ich kannte mich gar nicht. Katze des Heiligtums. Los, greif mich an. Ja, okay, wenn er wirklich will. Da sucht er seinen Recht. Jetzt kommt mein Lieblingspart. Grausamer Schnitt. Zerstören für Tuna Wahl und Stücke 2 oder weniger. Okay. Lass dich nicht von ihr. Ich hätte die stärkere Kreatur genommen, aber unser Gegner weiß schon, was er macht. Jetzt du. Noch einen. Wendige Diebin, 2-1, Aufblitzen. Auch Kreaturen mit Aufblitzen können jederzeit gewählt werden. Okay. Ja, hallo. Und er blockt den Angreifer. Hast du das erwartet? Nö, nicht wirklich. Aber so ist eine Art schon. Okay, hier haben wir eine Aura. Plus 2 plus 2. Okay, wir probieren es einfach mal. Ich könnte jetzt spontan unsere Kreatur zerstören, aber gucken, was passiert. Aufblitz. Ah, okay. Und er bockt hier. Oh, aber charmant. Opfere eine Kreatur, erziehe zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu geben. Ziehe 2 Karten. Also er hat erst geblockt und opfert jetzt die Kreatur, um 2 Karten zu ziehen. Meine Kreatur macht aber trotzdem keinen Schaden. Oh, wir richten gar nichts aus. Noch nicht. Darauf habe ich gewartet. Jetzt hat unser Gegner natürlich Kartenvorteil ohne Ende. Uiuiui. Seelenfänger Rakshasa. Ich habe einen Spontanzauber gezogen, okay. Was kann der denn überhaupt? Kann ich blocken? 5-5. Wenn ich blocken, ist ja schon mal gut. Wenn er ins Spiel kommt, schießt er 5 Schaden. Okay, das waren die 5 Schaden, die wir gerade gekriegt haben. Vorsicht! Noch so einen Treffer hältst du nicht aus. Okay, das heißt, ich greife jetzt euch an. Erst blocken. Dann kannst du es mit einem deiner Tricks versuchen. Taktischer Vorteil. Okay. Das heißt, ich wähle den Block. Jetzt wirken. Alles klar. Und verstärke meinen auf 6-6. Das war clever. Wunderbar. Jetzt habe ich noch einen. So, unser Gegner nichts auf dem Feld. Ich greife mal an. Aufblitzen. Du bist in meine Falle getappt. Bin ich das? Mach dich bereit. Okay, es wurde geblockt. So stand jetzt würden alle Kreaturen sterben. Ich möchte mit diesem Zauber aber meine Kreatur retten. Ich muss sie nochmal verstärken. Wunderbar. Du kämpfst mit allen Mitteln. Das gefällt mir. Ich hab nichts mehr. Echt. Du hast's in der Hand. Das glaube ich dir. Oh, da hast du wohl nicht aufgepasst. Wenn du das willst. Mal 3. Okay. Jetzt bin ich dran. Schnell, wirke ein paar Blocker. Mach ich. Unsere 3 Geister. Und damit blocken wir die Angreifer. Ah, wieso stirbst du nicht? Jetzt hast du sie.
Okay, Engelsgleich Hallo, Omar plus 2 plus 2 und 5 Fähigkeit. Und damit haben wir auch dieses Match gewonnen. Ich melde mich bei dir. Ja, bis zum nächsten Mal. Okay, inspirierender Kommandeur. Immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Okay, ja, für 6 Mana ein bisschen teuer, aber ist okay. Dann haben wir den Serra-Engel. 5 Mana, 4-4, fliegend, wachsam. Der gefällt mir schon besser. Gut gemacht, da hast du schnell reagiert. Als ich dich das erste Mal sah, warst du dem Ende nah. Aber jetzt bist du unaufhaltbar. Mit wem hattest du dich da eigentlich angelegt? Nicol Bulas. Nach deiner Vernichtung habe ich nicht an ein Wiedersehen geglaubt. Okay. Unser fünfter Gegner ist Nicol Bulas. Das ist eine Idee. Gegen diesen Typen hast du keine Chance. Das wollen wir mal sehen. Wir machen ein Geschäft, Planeswalker. Besiege mich und du bist frei. Verliere und sei für immer mein Diener. Okay. Jedenfalls ging es um dein Leben. Stimmt, du bist das nicht? Da muss man schwierige Entscheidungen treffen. Wenn eine infizierte Mumie ins Spiel kommt, wirft jeder Spieler eine Karte ab. Achso, er selber auch. Okay. Brauche ich wirklich so viele Ebenen? Ah, ich nehme eine Ebene. Hat er gerade einen Drachen weggeworfen? Spaß. Diese Welt gehört mir und mit meinem Eigentum verfahre ich, wie es mir gefällt. Okay. Dann mache ich so. Ich spiele jetzt mal ein 2-2er aus. Der Deck zerstört wird. Lebt und vergeht, wann und wie ich es will. So auch du. Unser treuer Elefant wird schon richtig. Die Macht an. Alles andere ist unwichtig. Ziehst 3 Karten und verlierst 3 Lebenspunkte, okay? Wie viel Mana? 4? Okay. Will ich angreifen? Ja. Ich verfolge mein Ziel und nichts steht mir dabei im Weg. Nicht einmal der Tod. Von den Toten auferstehen. 5 Mana. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof unter deiner Kontrolle ins Spiel. Das wird nicht der Drache sein. Hoffe ich. Die Kreatur ist zusätzlich zu ihren anderen Farben und Typen ein schwarzer Zombie. Okay. Also ein schwarz-roter Zombie-Vulkan-Drache. Aber. Hier block ich. Und ich mach. Seine Elefantenstärke. Ah, okay. Und mein fünftes Mana, das ist schon mal gut. Dann krieg ich 4 Lebenspunkte wieder. Und wir fangen an, selber Schaden zu machen. Das reicht jetzt. Oha. Und jetzt. Doppelzauber. Wenn du in diesem Zug deinen nächsten Spontanzauber oder deine nächste X-Rei wirkst, kopiere jenen Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Oho, jetzt wird's interessant. Oh, okay. Kann ich gerade jetzt. Kann ich nicht. Okay.
Seismischer Riss. Fügt jeder nicht fliegende Kreatur zwei Schadenspunkte zu. Okay, und das mal zwei, also vier. Wow. Sechstes Mana für unseren Kommandeur. Der ist ganz schön teuer. 7 Mana, okay. Ein Spieler deiner Wahl zieht 7 Karten. Überwältigende Erkenntnis. Okay. Mein Triumph ist nahe. So, jetzt zeigt der Kommandeur, was er kann. Immer wenn ich eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger. Nee, also immer wenn eine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu und ziehst eine Karte. Was jetzt? Karte ziehen. Ein bisschen Glück kriegen wir und dann noch eine. Und ich darf eine getappte Kreatur zerstören. Machen wir auch. Egal. Bald wird auch von dir nichts mehr übrig sein. Das Blöde ist nur, dass der 1, nur 1-4 ist. Aber naja. Hey. Chaos-Maul. Unterwerfe sich Bolas. Ja. Jeder anderen Kreatur 3 Schadenspunkte zu, wenn er ins Spiel kommt. Alles klar. Halte dich zurück und sei bereit für seinen Angriff. Okay. Machen wir. Noch ein Vulkanwache. Fliegend Eile 4-4. Okay, wir müssen blocken. Was? Und aktivieren dreimal unser Kommandeur. Ich habe dich unterschätzt. Richtig. Okay, wie machen wir das? Den 6-6er lasse ich, glaube ich, tatsächlich durch. 1, 2. Und taktischer Vorteil. Glückwunsch, du beginnst tatsächlich lästig zu werden. Okay, erstmal eine Ebene. Und dann sagt der Kommandeur weiterhin, was er uns kann, dass er uns wieder was helfen kann. Okay, sehr lange. So, dann ist also ausgetappt. Ein Engel. Glaubst du, ein Engel könnte mich aufhalten? Meine Macht übersteigt die eines Gottes. Okay. Jetzt machen wir mal zwei Schaden. Ja, und unser Kommandeur wurde doch endlich mal zerstört. 5-3. Könnte das machen, aber ich glaube, ein 4-4-Flieger ist besser. Ich block einfach mal mit der Patze. Gestehe deine Niederlage ein und ich mache es. Wir haben es so weit gebracht. Gib nicht auf. Okay, da der Serra-Engel Wachsamkeit hat, werde ich ihn verzaubern. Und dann kann ich angreifen und blocken mit dem Serra-Engel. Und den 1-1er nehme ich auch. Also greife ich jetzt nicht mit an, den behalte ich auch zu blocken. Mir reißt der Geduldsfaden. Bringen wir es zu Ende. Okay. Hier blocken wir den 6-6er. Hier können wir den 5-3er kaputt blocken, wenn wir taktischen Vorteil nutzen. Das machen wir auch. Erst nochmal ein Blutiger Geist, 4 Lebenspunkte und 7 Schaden. Oh, ich bin beeindruckt.
Ja, wunderbar. Das waren die ersten Matches aus dem Tutorial. Und Sparky freut sich. Der Drache wird es sich zweimal überlegen, dich nochmal anzugreifen. Und wir spielen endlich die Starterdecks frei. Wir haben bei Himmlische Armee, Azurhimmel, Kampfeslust, Domzerstörung und Macht des Waldes. Und was diese Decks können, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und dann geht es auch eigentlich erst richtig los mit MTG Arena. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.